Ja, ich habe eingekauft. Ich wollte mal einen Foodhaul machen. Und ja, das ist komplett alles bis oben hin voll, diese ganze Tasche. Also alles komplett voll. An den Seiten ist auch noch voll. Und die Riesentasche auch komplett voll. Alles mit dem Fahrrad. Ich fahre ungefähr 8 Kilometer hin, 8 Kilometer zurück. Und ich war super schnell unterwegs. Also es geht ohne Probleme. Heute nichts gegessen, nichts getrunken den ganzen Tag. Wir haben jetzt schon abends. Gestern habe ich einen Saft getrunken und ein paar Datteln gegessen, mehr nicht. Also ich bin super schnell unterwegs. Ich habe auch immer noch keinen Hunger, noch nicht mal das Bedürfnis zu trinken und so weiter. Ja, gut, dann mache ich immer einen Schnitt und dann seht ihr alles ausgebreitet. Und das ist auch ein ehrlicher Einkauf, also ich zeige alles, was ich eingekauft habe. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, das ist ein Biomarkteinkauf. Und auffallend tun erstmal die Ananas, die sind so halbreif. Ich gucke mal, ob die nachreifen. Die haben aber schon sehr süßlich gerochen und also der Geruchstest war gut. Und dann habe ich die auch mitgenommen. Die waren im Angebot für 2 Euro das Stück. Und das sind pro Kilo ungefähr 1,50. Und das ist für Bioqualität extrem günstig. Und ich finde Ananas auch noch sehr lecker. Und dahinter habe ich zweimal gefrorene Erdbeeren. Die sind jetzt mit 8 Euro das Kilo umgerechnet ziemlich teuer, aber ja, ich konsumiere einfach so wenig, dass ich mir einfach die Qualität auch leisten mag. Also ich habe festgestellt, dass es sehr wichtig ist, eine richtige Fruchtqualität zu haben, um auch nicht in andere Stufen wieder zurückzufallen, sage ich mal. Und dann gönne ich mir das dann auf jeden Fall mal mit irgendwie Datteln und ein bisschen Wasser gemixt, die Erdbeeren, als eine Art Smoothie zu konsumieren, weil ich Bananen momentan weglasse. hier habe ich zwei dicke Birnen, eine fehlt noch, ich weiß gerade nicht, wo die ist. Habe ich vielleicht unterwegs verloren, glaube ich. Bei mir ist die Papiertüte gerissen, wie letztes Mal auch schon. Weil letztes Mal ist sie deutlich später gerissen, kurz nach der Ankunft, jetzt kurz nach der Abfahrt. Und dann musste ich doch im Rewe kurz rein, eine Plastiktüte holen, eine große. Ich werde das jetzt immer so machen, dass ich zwei große Plastiktüten nehme und ja, da alles reinpacke. Dann ist das auch doppelt und das hält einfach besser. Dann kann ich die einfach immer wieder verwerten. Und dann ist das auch nicht so schlimm, wenn ich halt einmal eine Plastiktüte habe, die ich immer wieder verwerte. Gut, hier habe ich ein paar Datteln. Das sind frische am Zweig, also Zweigdatteln. Das sind so, finde ich, die leckersten. Und da, die sind auch auf jeden Fall roh, also Rohkost. Die abgepackten im Biomarkt sind nicht Rohkostqualität. Also ich spreche von der Marke Biomarkt. Und da entsprechend die Herstellermarken Rapunzel und Denré. Im Bioladen kann das anders sein, da haben die die Marke Bioladen. Bei den Datteln. Hier habe ich getrocknete Papaya. Also Papaya ist so meine Lieblingsfrucht zusammen mit Grapefruit oder Orange. Und ich kriege einfach keine Bio-Papayas und die sind sonst heftig belastet. Und die Trockenfrüchte sind jetzt auch gar nicht so teuer. Also die sind ungefähr so teuer wie Medjool-Datteln. Und habe ich mir auf jeden Fall mal gegönnt, 100 Gramm. So, und wenn mein Blogartikel letztens gelesen hat, der wird auch feststellen, dass hier einige Sachen drauf sind, die ich nicht genannt hatte, die ich einkaufen wollte. Ja, die gefrorenen Beeren, das ist jetzt klar, die gehen klar auf jeden Fall. Aber ich wollte zum Beispiel auf Nüsse wieder verzichten, aber ich habe sie trotzdem erstmal mitgenommen, weil Nüsse waren im Angebot für 3 Euro, 200 Gramm. Ja, ich habe zwar auch selber Walnüsse gehabt, aber die habe ich alles schon aufgegessen, also vom Baum, vom Bekannten. Aber das ist wirklich so ein Backup-Plan, das ist nichts Regelmäßiges, vielleicht alle 2 Wochen oder so wird es dazu gegriffen. Eher, was eher passieren wird, um sich zu erden, ist rohe Petersilienwurzel. Muss auch nicht unbedingt sein, aber ich finde es halt besser, als in Kochkost zurückzufallen. Also ich habe ja sehr viele Stufen auch übersprungen in meinem Reinigungsweg. Also ich bin ja, habe ja jetzt 7 Tage auch Trockenfasten gemacht und 4 mal 6 Tage Trockenfasten. Also es ist halt schon Lichtnahrungsbereich, sage ich mal. Und da bin ich direkt von vegan, Junkfood, 6000 Kalorien, bis dahin direkt alles übersprungen sozusagen. Auch die ganze Rohkost und Gourmet-Rohkost und hast du nicht gesehen. Ja, und dann statt halt wieder zu sehr zurückzufallen, habe ich es doch nochmal mitgenommen, genau wie den Salat. Wobei ich da auch eher kein Bedürfnis drauf habe. Selbst auf Tomaten, da habe ich eigentlich kein Bedürfnis drauf, aber ja, manchmal kommt es halt wirklich, dass man sich erden muss, sage ich mal, auch wenn man andere Methoden anwendet, die nicht funktioniert haben. Und dann mache ich halt vielleicht doch mal einen Salat mit Datteln und Tomaten halt. Und die waren jetzt auch im Angebot. Das sind
Cherry-Tomaten, Cherry-Datteltomaten. Und das sind die einzigen Tomaten, die schmecken. Sonst versuche ich auch auf Plastik zu verzichten. Oder möglichst gering zu halten. Und deswegen normalerweise besser die Tomaten. Aber die waren halt wirklich im Angebot. Das sind eigentlich so die einzigen Tomaten, die überhaupt noch schmecken. Ja, die alten Tomatensorten, die kriegt man halt nirgendwo. Ja, die Granatäpfel waren auch im Angebot. 1,50 das Stück. Da würde ich nur die Kerne mal über einen Fruchtsalat oder Gurkennudeln oder sowas mal drüber machen als Verzierung. Mehr nicht. Ananas hatte ich erwähnt. Gefrorener Blumenkohl ist auch so eine Art Backup-Plan, wenn man halt mal irgendwie gedünstetes Gemüse zu sich nehmen muss, um einen Entgiftungsschub runter zu regulieren. Kann man eventuell auch roh verwenden, auch wenn es halt gefroren ist jetzt. Ja, einfach mal als Backup-Plan zum Einfrieren. Also ich habe lieber gute Backup-Pläne anstatt von gar nichts. Also ich bin ja auch noch relativ jung auf dem Weg und sammle auch Erfahrung. So, und hier haben wir jetzt 8 Kilo Orangen, die waren auch im Angebot. Für 1,50 € das Kilo, also sehr günstig. Also die ganze Tasche voll circa, 8 Kilo Orangen. Hab mir auch die Orangensten ausgesucht von der Farbe her. Ja, 4 Tomaten so. Jetzt kommen wir zu dem Junk. Ich habe ja gesagt, ein ehrlicher Einkauf. Was ich auf jeden Fall mal ausprobieren wollte, das heißt nicht, dass ich das aufbrauche und so weiter, aber ich wollte mal ausprobieren, zum Beispiel eine Cashewmilch. Milch kann man sich natürlich auch selber roh machen, bin ich aber zu faul. Also eigentlich will ich ja komplett auf diese Sachen verzichten. Und deswegen will ich einfach nur ausprobieren, ja, wie schmeckt das? Ich will einfach die Erfahrung machen. Und ja, ich habe auch gar keinen Nussmilchbeutel und sowas. Grünkohlchips, ich weiß jetzt gar nicht, ob die roh. Ah, doch, steht The Raw Food. Irgendwas, Raw Delicious Food, also Rohkost, Grünkohlchips. Einzige, was sie haben, ist halt so 1 Gramm Salz, wenn man die Packung aufisst. Ansonsten, ja, vielleicht noch 5 Gramm Stärke oder so. Dann haben wir noch Rohkost, Sesamcracker, Sesamhanf. Ist auch eigentlich nur sonst Salz drin, sonst eigentlich nichts wirklich Schädliches als der Rohkostprodukte. Dann eine Hafermilch. Ich weiß nicht, es hat mich einfach angesprochen. Ich weiß gar nicht, also ich weiß halt nicht, ob ich das überhaupt nutzen werde. Ja. Und das ist das Krasseste, sage ich mal, das sind Buchweizennudeln. Also Buchweizen ist ja ein Pseudogetreide, verhält sich eigentlich wie ein stärkhaltiges Gemüse. Ist halt auch eine, ja, okay, man könnte sagen, ist eine Frucht, aber Getreide ist im Prinzip auch eine Frucht, also das Getreidekorn. Auf jeden Fall Buchweizen sind die einzigen, ja, das einzige, was ich an stärkehaltigen neben Kartoffeln und Süßkartoffeln noch konsumieren würde, wenn überhaupt. Also ich habe es mir einfach mal geholt, einfach mal in den Schrank stellen und gucken. Ja, das sind auch helle, relativ helle. Da gibt es noch von einer anderen Marke, von Felicia, irgendwie so ganz schwarze Buchweizennudeln. Und die haben mich jetzt nicht so angesprochen. Also die könnte man hier vielleicht sogar roh verwenden. Ich weiß es nicht, ob die roh getrocknet wurden, weil die sehen so hell aus. Ja, auf jeden Fall würde ich die doch, wenn dann, vorher einweichen und das Schleimwasser abgießen und reichlich Gemüse dazu essen, als Schleimbesen noch. Ja, und der ganze Spaß war dann auch gar nicht so günstig. Aber wir haben halt auch ein paar dichte Produkte, sag ich mal, wie Datteln, getrocknete Papaya, Walnüsse, die Nudeln, dann teure Rohkostprodukte, die auch getrocknet sind. Und sehr viele Früchte und so weiter. Also es hat 75 € knapp gekostet. Also schon recht heftig, sage ich mal. Ja, aber ich gebe halt wirklich für sonst nichts Geld aus. Und ich denke mal, dass ich in Zukunft auch weniger ausgeben werde. Das war jetzt einfach nur nochmal, um ein paar Sachen auszuprobieren. Eigentlich ist mein Weg klar, dass ich Säfte trinke, Orange oder Trockenfaste. So wie heute habe ich ja gar nichts konsumiert. Und dann ab und zu vielleicht mal eine halbe bis eine Ananas. Und der Rest ist eigentlich Backup. Also Salat ist Backup, Erdbeeren, wenn man halt keine anderen schmeckenden Früchte hat, das Gemüse, die Datteln, die Walnüsse, die Petersilienwurzel, selbst die Tomaten sind eigentlich Backup. Außer die schmecken sehr gut. Und das hier ist ja sowieso, das war jetzt nur einmalig. Dann habe ich im Prinzip alles durchprobiert, auch während meines ganzen Weges, was ich durchprobieren will, was es an veganen Sachen und so weiter gibt. Weiß alles, wie es schmeckt und so weiter und kann ich alles mit abschließen. Das war jetzt, sage ich mal, so das Letzte. Insgesamt. Ja. Und Rohkostprodukte, aber ja. Alles klar. Gut, vielleicht gehe ich noch zum DM, dann filme ich weiter. Aber ich habe ja schon viel gelabert. Das war mein Vegan Food Haul. So sieht ein richtiger veganer Food Haul aus. Ciao.
So, ich habe die verschiedenen Junk-Sachen mal probiert. Und die Hafermilch-Vanille von Oatly, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Total seltsam. Die Cashewmilch hat geschmeckt wie flüssige Stärke. Also auch ziemlich eklig. Es hat mich so ganz leicht an Kakao erinnert, aber nur in der ersten Millisekunde. Danach war der Geschmack einfach komplett weg, total fad. Dann habe ich Mascara-Pulver ein bisschen reingegeben und habe einen Teelöffel kurz angeleckt. Aber es war nichts, habe ich jetzt meinen Eltern in den Kühlschrank gestellt. Die Hafermilch, die lasse ich mal bei mir im Kühlschrank, aber schmecken tut sie nicht. Die Hanfcracker von Govinda, Sesamcracker sogar, die gehen eigentlich. Also ist jetzt nichts Besonderes, wenn man das selber macht, schmeckt das mindestens genauso gut. Aber für die Leute, die ein Problem haben mit Chips, also dass sie halt sich eine Tüte Chips halt nehmen, um ja die Rückvergiftung zu stoppen, um Stress zu abzubauen und so weiter. Für die ist das, finde ich, eine sehr gute Alternative, ist Rohkost. Ist auch nur leicht salzig, also nicht so übertrieben wie das ganze konventionelle Zeugs. Also sind in Ordnung, sage ich mal. Aber wenn man die selber macht, ist es nicht nur 10-mal günstiger, sondern schmeckt wahrscheinlich auch noch besser. Und ein Dörrgerät gibt es für 30 Euro. Ja, die Grünkohlchips, die sind wieder mal extrem lecker. Also ich liebe Grünkohlchips. Die sind auch nur ganz leicht salzig, so genau richtig im Prinzip. Könnte sogar weniger sein, aber sie sind genau richtig, nicht so übertrieben. Und ich habe jetzt ein paar Blätter probiert. Ich habe jetzt so viel gegessen, bis ich satt war. Und das waren ungefähr 5 Blätter oder so. Ein Drittel der Packung, 15 Gramm oder sowas. Und dann war ich schon satt. Ich habe heute noch nichts gegessen gehabt. Und war gerade über eine Stunde Fahrrad fahren. Ja, auch wieder, wer Probleme mit Chips hat, also das ist sogar noch die bessere Alternative. Ist aber halt teuer, 3,50. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Weil die finde ich einfach mega lecker, Grünkohlchips allgemein. Und dann auch noch Rohkost und so weiter. Und Grünkohl erdet sehr gut, bietet Mineralstoffe für die Entgiftung und so weiter. Also das kann ich nur extremstens empfehlen. Ja, also wie gesagt, also als Junk kann ich mir Grünkohlchips ab und zu noch vorstellen. So diese Cracker da muss nicht sein, also werde ich nicht nochmal kaufen, dafür waren die nicht lecker genug. Ja, und die Milchalternativen, die erhitzten, haben überhaupt nicht geschmeckt. Jupp. Hätte ich noch ganz vergessen, ich habe jeweils drei rote und drei weiße Grapefruits noch eingekauft. Und ich hole mal kurz eine Orange im Vergleich oder Größe. Also, die haben pro Stück 1 € gekostet und das ist eigentlich auch ziemlich günstig für das Gewicht. Und ja, Grapefruits sind so meine Lieblingsfrüchte zusammen mit Papaya und Orangen. Und ich bin mal gespannt, wie die beiden Sorten jeweils schmecken. Und ich wollte noch fragen, ob jemand vielleicht einen Tipp hat. Ich habe ja davon gesprochen, Sachen selber zu dörren ist besser, schmeckt besser, ist günstiger. Aber wenn ich das halt mache, dann hält das nur ein paar Tage und wird dann schimmelig. Das ist bei Tomaten so, das ist bei Krickern so, bei ja, Leinsamenkrickern, bei Grünkohlchips, bei allem. Und deswegen habe ich da einfach keine Lust drauf, weil ich die halt nicht sofort essen will, wenn ich die dörre, sondern halt als Backup irgendwo hinstellen möchte. Und die halten sich einfach nicht. Also wenn da jemand einen Tipp hat oder wie ich irgendwie Vakuum verpacken kann oder sowas, wäre schon ganz cool.